Wir haben Samstag, den 27. November 21. Am Dienstag, dem 23. circa um 10 Uhr morgens wurde das Video veröffentlicht zum Thema Graphenhydroxid. Das Video hat eingeschlagen wie eine Bombe. Zeitgleich hat Andreas ein Zoom-Call-Interview geführt mit Harald Thiers. Ich habe die Kamera gemacht und habe aber parallel mitbekommen, was in den Chats passiert, was in den Kanälen passiert. Das Interview hat circa 2 Stunden gedauert. Danach haben wir uns noch ausgetauscht. Kurz. Haben uns gesagt, wie sehr wir uns lieben, haben gelacht. Und kurz darauf wurde Andreas heftigst angegriffen. Der Angriff war extrem hinterhältig und unerwartet. Und ich habe die schreckliche Aufgabe, euch zu sagen, dass Andreas es leider nicht überlebt hat. Diese Nachricht ist extrem schockierend für uns alle, aber Andreas ist in mir und ich bin ein Teil von ihm. Wir sind eins und alle Infos sind draußen. Wir wissen alles, was wir wissen müssen. Und ich brauche euch jetzt. Es ist jetzt an der Zeit, Taten folgen zu lassen. Es ist jetzt an der Zeit, dass ihr wirklich anfangen zu glauben. Und wir müssen jetzt seinen Plan umsetzen. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Es geht um die gesamte Menschheit. Er hat es für euch gemacht. Er ist für euch gestorben. Er hatte keine Angst vorm Sterben. Er hat es in Kauf genommen. Dass es auf diese Art geschehen muss, ist schrecklich. Es war nicht der Plan, dass er so schnell von uns geht. Aber wie gesagt, nehmt die Energie des Feindes auf. Wir müssen die Energie jetzt nutzen und gegen sie richten, für uns nutzen. Und ich brauche euch jetzt. Ich krieg's nicht alleine hin. Also, bitte kommt in die Pötte. Ich werde euch genaueres erzählen. Bitte dreht nicht durch. Together we stand, divided we fall. Let's stand together as a team. Zum ersten Mal. Ich zähle auf euch.